また一つテレビゲームの神話が生まれる。メガドライブだけに許された超大型ロールプレイングゲーム、バーンメリオン。Mit Sword of a Million für das Mega Drive mag ich persönlich zwar einiges verbinden, rein objektiv betrachtet bietet das Mega Drive Rollenspiel allerdings nicht genug, um auch verdient in die Top 101 der besten Rollenspiele aller Zeiten reinzurutschen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Honorable Mention wert, vor allem weil es ein paar sehr interessante Sachen darüber zu erzählen gibt. Allen voran ist der Entwickler, denn hinter Sword of a Million stand AM2 und im speziellen Yu Suzuki. Das sind die Leute, die früher für Arcade-Klassiker wie Outrun, Space Harrier oder Afterburner verantwortlich waren und später unter anderem Shenmue verwirklicht haben. Yu Suzuki sitzt ja gerade zum Aufnahmezeitpunkt am dritten Teil fleißig dran. Ich hoffe, dass der was dann wird. Und Sword of a Million war deren allererstes Konsolenspiel, nachdem sie früher hauptsächlich in den Arcades unterwegs gewesen sind. An der Storyline merkt ihr den Einfluss von AM2 nicht wirklich, die ist nämlich ziemlich dröge und ordinär. Ihr spielt einen jungen Prinzen, der nachdem sein Königreich von dem bösen Zarkon übernommen wurde, Rache schwört und es sich wieder zurückholen möchte. Spielerisch aber haben AM2 ziemlich viel Abwechslung reingetan, mehr als man es in vergleichbaren Spielen aus der Ära gehabt hat. Das Gameplay kann man in vier verschiedene Bereiche aufteilen. Seid ihr in Städten unterwegs, dann seht ihr eine klassische Top-Down-Ansicht, nicht unähnlich den Phantasy-Star-Titeln aus der Mega Drive-Ära. Und ja, da habt ihr Gespräche, da geht ihr einkaufen, da löst ihr entsprechende Story-Plots auf. Wenn ihr euch dann aus der Stadt rausbegebt, wird auf eine Ego-Perspektive umgeschaltet mit permanent eingeblendeter Karte. Das ist auch ziemlich nützlich und wichtig, denn es kann durchaus desorientierend sein, das Spiel aus der Ego-Perspektive zu erleben und die Welt zu erkunden. Die gleiche Perspektive habt ihr dann auch innerhalb der Dungeons. Trefft ihr auf Gegner, dann wird auf eine halbhohe Seitenansicht umgeschaltet, in der ihr in Action-RPG-Manier eure Gegner traktiert. Das kann öfters mal durchaus ein klein wenig knifflig werden. Ihr werdet gerne mal mittendrin in die Meute reingeworfen und die Reichweite eurer Waffen ist oft nicht allzu hoch, aber ihr solltet eigentlich mit etwas Übung das auch ganz gut überstehen können. Und zu guter Letzt gibt es eine Seitenansicht, die bei großen Endgegnern ins Spiel kommt. Die ist auch visuell vor allem sehr schön umgesetzt worden. Die Kämpfe sind zwar einigermaßen kurz, aber es war immer ein kleines Highlight, wenn man auf einen Boss getroffen ist. Trotz der ganzen Abwechslung gibt es leider keinen Bereich, in dem Sword of a Million wirklich heraussticht. Es ist eben wirklich ein Konsolen-RPG aus der relativ frühen Ära und das merkt man dem Spiel und den Dialogen und allem anderen drum und dran auch an. Ich persönlich habe eben einiges damit verbunden, weil ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, dass ich es parallel damals gespielt habe, als gerade im Fernsehen WrestleMania 12 gelaufen ist mit dem großen Main-Event zwischen Bret Hart und Shawn Michaels. Also ich werde dieses Game ganz bestimmt nicht vergessen. Ihr könnt, wenn ihr es heutzutage spielen wollt, neben der originalen Mega Drive-Fassung, wenn ihr da übrigens noch Glück habt, erwischt ihr ein Exemplar, wo noch das über 100 Seiten starke Hintbook mit dabei ist. Bei mir fehlte es damals leider, als ich das Game gebraucht gekauft habe. Alternativ ist es aber auch auf etlichen Services nochmal re-released worden. Es war in der Virtual Console. Es sollte auch in diversen Collections während der PS2 und PSP-Ära dabei gewesen sein, gegebenenfalls auch in der Steam-Download-Fassung und in Bälde kommt ja auch für die aktuellen Konsolen PS4 und Xbox One eine weitere Mega Drive Collection. Schaut da auch mal nach, ob es drauf ist. Also ihr werdet drankommen können, wenn ihr es denn wollt. Machen muss man das nicht unbedingt. Wen die Nostalgie packt, kann es aber durchaus auch heute mal probieren.